Die Europameisterschaft ist in diesen Wochen ja für viele Thema Nummer eins. Der Fußball zieht also fast alle Aufmerksamkeit auf sich. Ich wette, Sie hören jetzt zum Beispiel kaum noch zu, was ich Ihnen erzähle und achten nur noch auf die deutsche Torszene und auf den Jubel. Und das ist genau eine Chance für jede Regierung. Denn in dieser Zeit kann man zum Beispiel neue Steuern und Gebühren, überhaupt alle möglichen Beschlüsse verkünden, die in normalen Zeiten hitzige Diskussionen oder sogar Proteste auslösen würden. Haben Sie das alles überhaupt mitbekommen? Wie geschickt Politiker die Ablenkung der Fußballzeit nutzen, erklärt Svea Eckert. Deutschland im Fußballrausch. Die Herzen schlagen wieder schwarz-rot-gold. Und auch unsere Kanzlerin jubelt mit. Regieren in der Euphorie. Bittere Realitäten. Serviert in der Halbzeitpause zur besten Sendezeit. Spanien benötigt 100 Milliarden Euro. Wir haben in der Telefonkonferenz geklärt, dass wenn Spanien, und Spanien wird einen solchen Antrag stellen, dann wird er auch positiv von uns unterstützt werden. Taktisch geschickt gespielt, sagt einer, der es genau wissen muss, Ex-Regierungssprecher Thomas Steg. Er saß schon mit Angela Merkel auf der Stadiontribüne. Politiker seien ausgebuffte Kommunikationsstrategen. Sie sagen ganz bewusst, ich nutze beispielsweise wie der Bundesfinanzminister die Halbzeitpause einer Fernsehübertragung mit einer Rekordeinschaltquote, um dort ein Interview zu geben. So viele Menschen gucken mir sonst an keinem Tag zu. 22,3 Millionen an diesem Abend. Fiskalpakt, Rettungsschirm und Milliardenschulden. Zu EM-Zeiten jubelt Deutschland alles weg. Egal, solange Jogi nur sein goldenes Händchen für die Teamaufstellung behält. Politische Grausamkeiten im Schatten der Spiele. Das hat Tradition, etwa zur WM 2010. Auf die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen kommen deutlich steigende Kosten zu. Das gebrochene Wahlversprechen wird zur Randnotiz. Auch die WM 2006, ein fieses Foul am Fußballfan, die Mehrwertsteuer rauf. Eines ist so gut wie sicher, einkaufen wird im nächsten Jahr teurer. Pendlerpauschale gekürzt, Sparerfreibetrag halbiert. Vorsicht, wenn Deutschland jubelt. Es lassen sich sehr unbequeme, die Bevölkerung quälende Entscheidungen, lassen sich etwas leichter, so meint die Politik, durchsetzen, dann, wenn ein erheblicher Teil der Menschen sich im Urlaub befindet, wenn in diesem Sinne eine nette Sommerstimmung da ist. Auf der anderen Seite zu glauben, man könnte jetzt die unangenehmen Sachen so still und heimlich beschließen und die Menschen kriegen das jetzt doch gar nicht mit, weil sie nur dran denken, wie das nächste Spiel ausgehen wird, das kann sich bitter rächen, denn nach der Europameisterschaft kriegen die Menschen das möglicherweise mit und dann fühlen sie sich getäuscht. Also Achtung, Fußballfans, dass sie nicht mit Deutschland gegen Italien zu Bett gehen und morgens aufwachen mit noch mehr Schulden, Eurobonds und einem EU-Finanzminister. Nur mit dem Wetter kann man keine Tricksereien machen, das ist wie es ist.